Und Investoren. Mein Name ist Alexander Schulz. Es ist Freitag, der 25.03. um 20.25 Uhr. Und bevor ich in den Feierabend gehe, wollte ich noch kurz mit Ihnen das Cardano-Update durchsprechen. Ich bin sehr froh, dass Sie dabei sind. Doch bevor ich mit der Chartanalyse anfange, wurde ich angehalten, mit Ihnen noch zwei, drei organisatorische Dinge durchzugehen. Sie wissen es vielleicht, wir haben TradingView zunächst beabsichtigt, als Referenzplattform zu nutzen. Das bedeutet, wir haben beabsichtigt, unverfälschbare öffentliche Chartanalysen zu erstellen, die potenzielle Kunden als ersten Eindruck nutzen können. Wir haben vorwiegend private und institutionelle Kunden, also haben wir wenig Marketing in dem Sinne, sondern unser Modell besteht eher aus Netzwerken, also Empfehlungen. Jetzt ist TradingView die erste Form der Öffentlichkeitsarbeit, die wir machen, und wir haben dort ein, ich möchte nicht sagen, gemischtes Feedback bekommen. Wir haben überwiegend positive Resonanz von Ihnen erfahren und dafür sind wir auch sehr, sehr dankbar. Allerdings waren auch die ein oder anderen kritischen Stimmen dabei, die gesagt haben, es gibt ja von uns im Internet nichts zu finden, wir sind unbekannt und das Ganze macht einen unseriösen Eindruck. Ja, wie gesagt, das ist die erste Form der Öffentlichkeitsarbeit und ich möchte mal behaupten, dass das Wichtige auch an der ganzen Thematik ist, dass die Inhalte passen. Ja? Sie können unsere TradingView-Beiträge ungefähr jetzt ein halbes Jahr zurückverfolgen. Seitdem sind wir auf TradingView und veröffentlichen. Also mehrere Monate. Und ich denke, unsere Leistungen sprechen für sich. Wir haben Kursstrukturen analysiert. Wir haben Zielbereiche bemessen. Und alles ist einsehbar, wie wir es auch beabsichtigt haben. Und daran möchten wir bitte gemessen werden. So, um unsere Öffentlichkeitsarbeit allerdings weiter fortzuführen, haben wir nun einen Twitter- und einen YouTube-Account erstellt und dieses Video wird auch auf YouTube landen. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Ich möchte nämlich zwei Dinge mit Ihnen besprechen. Das erste ist, auf YouTube muss ich einen sogenannten Risikodisclaimer nun sprechen. Der lautet wie folgt: Die in diesen Beiträgen zur Verfügung gestellten Informationen stellen weder Anlage- oder Finanzberatung noch Steuer- oder Rechtsberatung dar. Wir regen Sie weder zum Investieren in einzelne Werte noch zum Kaufen oder Verkaufen an. So, das war mal das Erste. Das Zweite ist, für die Öffentlichkeitsarbeit ist es auch notwendig, dass wir auf Ihre Hilfe zurückgreifen. Wir möchten Sie um Likes, Abos und Kommentare bitten. Ein leidiges Thema, ich weiß, sehr nervig, geht mir auch immer tierisch auf die Nerven, wenn irgendjemand bei YouTube darum bettelt, geliked zu werden oder so ein Mist. Aber es geht leider nicht anders. Der YouTube-Algorithmus funktioniert nun mal so. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten und vielleicht möchten Sie uns auch etwas dafür zurückgeben, dass wir Sie jetzt seit einem halben Jahr kostenfrei begleiten, dann können Sie uns gerne ein Like da lassen. Das ist sehr schnell getan, kostet Sie nichts. Wenn Sie tatsächlich Interesse auch an unseren Analysen haben, dann abonnieren Sie auch gerne unseren Kanal. Wie gesagt, das hilft auch dem Algorithmus. Und wenn Sie Fragen haben, kommentieren Sie die gerne unter dem YouTube-Video. Ja? Es ist ja bekannt, denke ich. Auf TradingView beantworten wir fast jeden Kommentar. Wir beantworten auch fast jede private Nachricht und uns ist auch im Endeffekt egal, auf welche Art und Weise Sie uns kontaktieren. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben. Wir beantworten eigentlich fast alles, ne? Das ist ja überhaupt nicht das Thema. Nur wenn Sie uns unterstützen möchten, dann gerne über die Kommentarfunktion bei YouTube. Und dann noch ein vierter Aspekt. Wie gesagt, Like, Abo, Kommentar. Und das vierte ist, YouTube mag es sehr gerne, der Algorithmus, wenn Sie Videos bis zum Ende gucken. Also, falls Sie dieses Video im Laufe des Videos langweilig finden, dann schalten Sie bitte nicht ab, gehen Sie auf Toilette oder machen Sie sonst was, aber lassen Sie das Video bitte bis zum Ende laufen, dann helfen Sie uns sehr. Gut, genug von diesem Mist. Jetzt kommen wir zur Chartanalyse. Ich habe schon wieder 4 Minuten verquatscht für so einen Blödsinn, aber es geht leider nicht anders. Es tut mir leid. Wie gesagt, mich nervt das auch immer. Aber wir brauchen Ihre Hilfe. So, was erwarten wir bei Cardano? Grundlegend möchte ich nochmal erwähnen, wir analysieren nach Elliott-Wellen. Mit Elliott-Wellen können wir mit unserem Vorgehen Kursziele und Kursstrukturen höchst präzise bestimmen. Wie gesagt, gucken Sie sich gerne unsere vorherigen Beiträge an. Wir haben dort in diversen Altcoins und auch beim Bitcoins Kursstrukturen ermittelt und diese veröffentlicht. Wir haben gesagt, wie die Korrekturen verlaufen werden. Wir haben auch gesagt, dass die Aufwärtsbewegungen nicht nachhaltig sind, also das mal konkret gesagt. Und wir haben auch Kursziele ermittelt. Wir haben Kursziele für die Spitzenbildung ermittelt. Wir haben Kursziele für potenzielle Einstiege ermittelt, beziehungsweise für die einzelnen Wellen. Darauf gehe ich gleich ein. Aber einfach nur mal grundlegend zu sagen, wir benutzen Elliott-Wellen, um möglichst präzise Einstiege und Verkaufszonen ermitteln zu können.
So, nach Elliott-Wellen haben wir gesagt, hier oben sehen wir eine übergeordnete 1. Eine solche 1 ist ein Impuls und wird wiederum im Fraktal, das bedeutet die untergeordneten Bewegungen, in einer fünfteiligen Abfolge gebildet. Dieser ganze Kryptowinter, der sogenannte Kryptowinter, hat unserer Zählung nach in diesem Hoch zu einer 1 geführt, anschließend zu einer 2, hier eine 3, in diesem Tief eine 4 und hier oben mit der 5 den ersten Impuls abgeschlossen. Dieser Impuls wurde von einer dreiteiligen Korrektur gefolgt, welcher wahrscheinlich hier unten die 2 erreichen wird. Gehe ich gleich auch drauf ein. Ähnlich wie beim Bitcoin erwarten wir ein Expanded Flat. Das ist ein Muster der Elliott-Wellentheorie, das besagt, dass diese Welle B, Sie sehen hier runter die A, hier hoch die B, den Ursprung der Korrektur überschießen darf. Hier hoch führt der Impuls und ab hier beginnt die Korrektur. Also ist das der Ursprung der Korrektur. Dieser darf in der Regel nicht überschritten werden, aber wie gesagt, in einem Expanding Flat oder einem Extended Flat darf diese B hier hoch noch einmal den Ursprung überschießen. Das ist beim Bitcoin und bei vielen Altcoins auch der Fall. So, nach der B folgt eine lange Abwärtswelle zur C, die dann wiederum die 2 bildet. So, hier ins Fraktal noch einmal rein, damit Sie wissen, was genau abgeht. Das Fraktal oder die Fraktale, die die C bilden, sind in einer fünfteiligen Abfolge. Das bedeutet, wir sehen hier eine 1, eine 2, eine 3, eine 4 und eine 5. So, wenn die 5 abgeschlossen ist, ist die C abgeschlossen. Wenn die C abgeschlossen ist, ist die 2 abgeschlossen. Und dann geht es unserer Meinung nach oben. Gehen wir mal kurz auf die einzelnen Wellen ein. Die 1 haben wir hier, wobei wir in unseren vorherigen Beiträgen immer gesagt haben, hier sehen wir eine Zielzone für die 1. Wurde auch erreicht. Wir haben hier 1, 2, 3 markante Tiefs. Warum nehmen wir jetzt hier die 1 und nicht in unserem vorherig ermittelten Bereich? Ich möchte mal dazu sagen, solche Bereiche, die ermitteln wir grob weit im Voraus und konkretisieren die immer weiter im Verlauf. Ja? Also wir hatten zum Beispiel hier diese Aufwärtsbewegung, dann haben wir gesagt, hier irgendwo muss die 1 landen. Ja? Je nachdem, wie hoch das ganze Ding geht. Und als es dann entstanden ist, haben wir das immer weiter konkretisiert und immer enger zusammengezogen. Das können wir halt mit Elliott-Wellen. Und so kommen wir zu sehr, sehr präzisen Kurszielen. Sie sehen das vielleicht. Diese ganze Box hat hier ein. Mann, Mann, Mann. Die ganze Box hat hier ungefähr, ja, ich messe es mal grob, einen Kursabstand von 3%. Auf 3% genau haben wir das ganze Ding ermittelt. So, warum nehmen wir jetzt hier nicht die 1? Hier an, wo wir sie eigentlich ermittelt haben, sondern hier die 1. Entsprechend verschiebt sich auch diese 2. Die 2 hätte sonst hier sein können oder aber hier. So, wir nehmen jetzt die 2 hier an. Warum die 1 hier? Darauf komme ich gleich zu sprechen. Das werden Sie gleich sehen. Zunächst einmal nochmal die 3. Die 3 haben wir auch hier ermittelt und die wurde mustergültig angelaufen mit einer Bewegung herunter. Eine Gegenreaktion, eine technische. Danach, bis zu diesem Widerstand übrigens, danach eine erneute Abwärtsbewegung. Und eine etwas längere Konsolidierung in dieser Zone, ein Ausbruch wiederum an eine sehr relevante Fibonacci-Zone, komme ich gleich auch nochmal zu sprechen. Und ein dritter Anlauf in diese Zone. Also haben wir quasi ein Triple Bottom in dieser Zone, bevor dann erneut Stärke kam. So, jetzt habe ich nochmal einen Screenshot mitgebracht. Das ist unser letzter Beitrag zu Cardano vor 2,5 Monaten am 13. Januar. Da haben wir gesagt, nachdem nun hier die 3 gebildet wurde, das wissen Sie jetzt nach dem aktuellen Beitrag, erwarten wir erstmal Stärke mit Aufwärtsbewegung, die maximal in diese Zone führen könnte oder wahrscheinlich sogar. Sie sehen die blaue Box. Sie haben aber auch im Blick bitte diese Kreise, ja, die wiederum die grünen Linien markieren. Die grünen Linien bilden Widerstände, strukturelle Widerstände. So, wir haben einen strukturellen Widerstand bei 1,60, einen bei 2,37 und einen dann oder den folgenden bei 3,10 $. So, das haben wir gesagt. Und danach wo haben wir den? Hier den 13. Januar. Und danach ist der Kurs tatsächlich an den ersten Widerstand angelaufen und abgeprallt. So, dann kommen wir mal eben zur Welle 5. Die Welle 5 erwarten wir generell in dem pinken Rahmen. Das ist nach unserer Zählung und nach unserer Messung der. Wie sage ich es jetzt richtig? Der technische Rahmen für die 5, ja. Es gibt ein Mindestziel mit der Oberkante und ein Maximalziel mit der Unterkante für die 5. Würde die 5 nicht die Oberkante erreichen, würden wir unsere Zählung nicht als bestätigt erfahren. Würde die 5 unter die Unterkante reichen, würden wir unsere Zählung ebenfalls nicht bestätigt erfahren. Da müssten wir an die ganze Sache nochmal etwas anders angehen. So, zusätzlich zu den Mindest- und Maximalanforderungen der 5 haben wir einen türkisen Rahmen und der beschreibt unser optimales Kursziel. Und das sollte zwischen 61 und 64 Dollar Cents liegen.
Unglaublich eigentlich, wenn man mal sieht, hier oben haben wir schon die 3 Dollar angekratzt, ne, wo teilweise FOMO entstanden ist, aber auch darauf gehe ich gleich nochmal ein. So, gehen wir erstmal auf den technischen Mindest- und Maximalkurs ein. Der liegt bei zwischen 74 Dollar Cents und 37 Dollar Cents. So, jetzt ist die Frage, wurde dieser Kasten schon erreicht? Am 24. Februar, achten Sie bitte auf das Low hier oben, hat der Cardano-Kurs 74,59, also sagen wir mal 74,6 Dollar Cents erreicht. Im Tief, in diesem Tief. Unser Kasten liegt allerdings bei 74,1 Dollar Cents. Also einen halben Dollar Cent, um einen halben Dollar Cent verpasst. Das sind weniger als 1%. Jetzt ist die Frage, ist die 5 hier abgeschlossen? Schwierig zu beantworten. Es könnte sein, kann natürlich auch sein, dass wir uns vermessen haben. Andererseits sind solche Kursziele keine absoluten Musskurse, ja. Also wir sind keine Propheten, die das haargenau vorhersagen können anhand von einer Glaskugel oder so. Es kann immer sein, dass etwas verfehlt wird, ein Kursziel, ja. Also es könnte sein, dass es jetzt nach oben geht. Unserer Meinung nach, vor allen Dingen in Korrelation mit dem Bitcoin, wo wir ja auch weitere Abverkäufe erwarten. Also unserer Meinung nach könnte der Cardano-Kurs im wahrscheinlichsten Fall nochmal hier hoch auf die 1,60 und dann nochmal runterkommen in unsere bevorzugte Zone. Gehen wir mal kurz auf die Zonen ein und dann erkläre ich nochmal die 1. Ja. Ich hatte gerade schon hier was von FOMO erzählt. Vielleicht mal grundlegend, wie der Kryptomarkt so funktioniert. Ne. Da ist es ja oft so, dass große, starke Bewegungen stattfinden hier, ne, von irgendwo bei 10 Cent hoch auf 3 Dollar oder sagen wir mal hier bis 2,50 Dollar. Und dann geht es runter. Dann fangen wieder die ersten Leute an einzukaufen und dann geht es richtig hoch. Und irgendwann, wenn man so Geld rumliegen hat, dann denkt man sich, boah, ich muss da noch einsteigen, auch wenn es jetzt schon hier so sehr weit oben ist. Ja? Ich möchte nicht verpassen, dass der to the moon geht. Ne? Die sogenannte FOMO. Und wir warnen immer davor, niemals in steigende Kurse einzukaufen, schon gar nicht in so parabolisch steigende. Ja? Wenn das hier so Kerzen gibt, die ein paar Tage, also in einer Woche, 2 Kerzen, die 10% machen, dann ist das schon zu viel. Warten Sie lieber die Korrektur ab. So, also wie gesagt, wir haben hier die FOMO und wir haben hier unsere Einstiegsbereiche. Ja? Wir haben hier die 1 ermittelt, die 3 und die 5 und wir sagen, jedes Mal bietet es sich an, Position zu öffnen, Long-Position, ja, kaufen. Dazu sagen wir, wir haben eine Anlagestrategie und wir in so einem Fall bietet es sich an, entweder das Investitionskapital, also sagen wir mal, Sie haben 10.000 Euro, die Sie in Cardano reinsetzen wollen. Dann sagen wir, das Investitionskapital für Cardano sind 10.000 Euro und wir empfehlen 3 bis 4 Einstiege. Der erste Einstieg würde sich hier anbieten, der zweite hier und der dritte hier. Wenn es einen optionalen vierten gibt, dann könnte man den, mein Gott, jetzt werde ich gerade nochmal angerufen. Wenn es einen optionalen vierten Einstieg gibt, dann könnte man den im Verlauf anpassen. Also es könnte auch sein, dass unsere Prognose falsch ist und wenn Sie dann ein, zwei, dreimal eingestiegen sind und es weiter runter geht, dann könnten Sie den hier machen oder Sie machen so ein bisschen Safe Play, ja, dann warten Sie ab, ob der Boden hier tatsächlich gefunden ist und wenn Sie dann davon ausgehen, dass es tatsächlich sehr weit hoch geht, ne, dann nehmen Sie die erste Aufwärtsbewegung nicht mit, sondern warten, bis es eine Gegenbewegung gibt und dort steigen Sie dann mit dem vierten Teil ein und dann haben Sie immer noch eine riesige Range. Den ersten Einstieg, den benutzen wir immer als FOMO-Killer, ja? Also wir müssen ja auch immer versuchen, unsere Emotionen im Begriff zu haben. Wir möchten nicht von FOMO erfasst werden. Das bedeutet, wir setzen nach der ersten Abwärtsbewegung, einen ersten Zielbereich. Man muss nicht jeden Teil, nicht jeden Einstieg, also 3 Einstiege muss man nicht zu gleichen Teilen teilen. Sie müssen nicht 30, 30, 30 machen. Sie können auch 10, 40, 50 machen, zum Beispiel. Ja? Es geht bei dem ersten Einstieg lediglich darum, die FOMO zu beseitigen. Denn es könnte natürlich immer mal sein, dass unsere gesamte Prognose falsch ist. Wir bemessen den ersten Zielbereich richtig, nur danach gibt es keine zweiten und dritten Anläufe in unsere nächsten Zielbereiche. Und es geht einfach hoch. Dann haben Sie wenigstens schon mal etwas Investitionskapital im Markt drin und profitieren von der Aufwärtsbewegung. Ja? So, das ist dann der Fall. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, weil wegen dem Anruf jetzt hier gerade. Mein Gott, ey, kann doch nicht wahr sein. Wer ruft mich um so eine Uhrzeit jetzt nur an? Also, genau. Wenn Sie jetzt die Aufwärtsbewegung mit etwas weniger Investitionskapital mitnehmen, dann ist das halt so. Das ist ja nicht schlimm. Das ist besser, als wenn Sie hier einsteigen und es dann richtig runtergeht,
All in, wie man so schön im Kryptomarkt sagt, ne? Oder sie gehen auch meinetwegen hier all in und dann geht es nochmal richtig runter. Wir möchten ja in erster Linie Verluste vermeiden und dann Gewinne machen. Ja? Unsere Investitionsstrategie ist darauf abgezielt, möglichst risikoarm, möglichst große Profite zu erzielen. Daher das ganze Konstrukt. So, wenn Sie jetzt drei Einstiege wählen, dann erhalten Sie am Ende einen Mischkurs. Sagen wir mal, Sie machen nur zwei Einstiege, dann haben Sie hier einen hohen Einstiegskurs und einen niedrigen Einstiegskurs und hier in der Mitte ist dann der Mischkurs. Wenn Sie dann drei Einstiegsziele haben, die in der Art auseinanderliegen, dann haben Sie vielleicht hier den Mischkurs. Und so mit jedem Einstieg, je weiter es der Kurs sich niedriger bewegt, haben Sie immer einen optimaleren Einstieg, wenn es dann hochgeht. So, jetzt kommen wir mal bitte zur Eins, bevor ich das vergesse. Die Eins kann man nutzen in Verbindung mit der 3 oder beziehungsweise bestimmen in Verbindung mit der 3. Wir sagen, hier ist die 3 auf jeden Fall. Wir sind uns nur nicht sicher, in welchem Tief jetzt hier die 1 ist. So, dazu legen wir mal ein Fibonacci an und ich fange mal mit dem ursprünglich prognostizierten Ziel an. Ja. Wir haben ursprünglich gesagt, hier ist die 1 und nun haben wir ein Fibonacci. So, beim Fibonacci ist es so, dass es hier das 61,8% Fibonacci gibt. Das ist der Magnet einer Elliott-Wellenanalyse überhaupt. Das 61,8er Fibonacci, wie gesagt, wirkt wie ein Magnet auf den Kurs und das ist ein optimales Ziel für jede Art von Wellen. Jetzt gibt es dazu ein Gegenstück, das ist das 161,8er Fibonacci, das ist sozusagen, das ist die Extension, so nennt es sich nochmal, das ist die Extension. Und dieses 161,8er Fibonacci bildet ein praktisches Mindestziel für die Welle 3. Es gibt auch noch theoretisch etwas niedrigere Ziele, hier beim 123er zum Beispiel, aber das 161,8er ist ein sehr wahrscheinliches Mindestziel für eine Welle 3 von der Welle 1. Also von der Welle 1 gemessen das 161,8er Fibonacci. Und Sie sehen, das passt nicht so gut, ne? Der Cardano-Kurs hat das nicht so wirklich erreicht, ne? So. Um der Dramaturgie willen gehen wir jetzt erstmal auf dieses Low und wir sehen auch hier, das 161,8er Fibonacci hat auch hier nicht gesessen. Der Kurs ist drunter gelandet und Sie können es sich jetzt schon denken, hier bei diesem Tief sitzt es. Das 161,8er Fibonacci liegt in unserer Zone hier, in unserer Einstiegszone und validiert somit die 3. Das ist eine Methode, Wellen zu bestimmen. Eine von sehr, sehr vielen. Ja. Das ist quasi eine Probe auf die Wellen. Daher haben wir hier die 1 angelegt. So, jetzt haben wir die Fraktale durchgesprochen. Kommen wir nochmal zu Kurszielen abschließend. Wie gesagt, wir haben gesagt, dass hier mal eine erste Zielzone liegt, wobei die könnte natürlich auch noch höher gehen, hier irgendwo bis 4,80 Dollar oder 5 Dollar meinetwegen. Aber das ist mal ein erstes Mindestziel für eine Aufwärtsbewegung, ja. Und hier könnte dann eine Gegenreaktion folgen. Wenn nun also hier die 5, die C und die 2 gebildet wurde mit diesem Tief, dann sollte der Kurs ohne größere Probleme hier reinlaufen, ja. Dann rechnen wir mit einer ersten größeren Gegenreaktion und dann geht es ab bis zur 3 und 4, die dieses Gebilde abschließt. 3, 4 und 5, Entschuldigung. Und die wird dann in Richtung 7 Dollar laufen. Das ist unsere Kursprognose für Cardano innerhalb dieses Zykluses. So, wir sind am Ende angelangt. Ich möchte Sie noch einmal daran erinnern, auf YouTube bitte ein Like, wenn Sie kein Video mehr verpassen wollen. Wir werden diverse Videos noch machen, die wir alle auf YouTube stellen. Wenn Sie die nicht verpassen wollen, abonnieren Sie auch gerne unseren Kanal. Lassen Sie uns auch bitte einen Kommentar da für den Algorithmus. Ich bin sehr froh, wenn Sie bis hierhin geguckt haben. Morgen gibt es dann das Bitcoin-Update und nächste Woche kommt Chainlink dran. Ich wünsche Ihnen jetzt noch alles Gute fürs Wochenende, ein erholsames Wochenende. Genießen Sie das Wetter, wenn Sie in Ihrer Region gutes Wetter haben. Seien Sie zuversichtlich. Ich wünsche Ihnen viel Glück an der Börse und bleiben Sie gesund.